Hallo, ich bin Daniel für Geeks Love Luxemburg und ich präsentiere euch den Redwurststand. Und du bist der Herr? Ich bin der Neo Sephiroth, Meister Neo Sephiroth, Jedi Meister von Lightforce. Okay, ihr seid auch hier vertreten auf der Con. Was macht ihr genau hier? Wir stellen unsere Lichtschwerter, die wir größtenteils selbst gebaut haben, zur Schau. Und okay. Wir bieten Workshops an für Kinder, um den sicheren Umgang mit dem Lichtschwert beizubringen. Mit richtigen Lichtschwertern? Mit selbstgebauten Lichtschwertern. Mit oder ohne Hand nachher? Mit Hand. Oh, schade. wie lange gibt es eure Organisation oder Verein? Wir sind kein Verein, wir sind einfach nur eine Gruppe von Freunden. Uns gibt es seit 2013. Mhm. Wo wir uns halt zum ersten Mal getroffen haben, haben gedacht, komm, wir machen das. Unser erstes Auftreten war dann auf der Fahrt. Ja. Und es hat sich halt immer weiterentwickelt. Mit mehr Schwertern, größeren Steinen. Okay, cool. Ihr macht ja auch manche Sachen für wohltätige Zwecke. Genau. Wieso macht ihr das und wie seid ihr darauf gekommen? Kleiner Yoda. Wir sind hauptsächlich die Fahrt drauf, weil die Park ja auch für wohltätige Zwecke spendet. Mhm. Wir halt Mitglieder von Fit for Charity sind, im Verein von der Park. Und seitdem hat sich das entwickelt, dass wir halt nur das machen müssen. Spenden halt nicht für eigene Zwecke, weil wir machen es hauptsächlich. Das ist halt uns sehr wichtig. Das macht das Hobby eigentlich groß, weil früher, als ich jung war, ich war total verknallt, nicht schwer, als ich zum ersten Mal Star Wars gesehen habe, aber damals gab es sowas nicht. Und ich hätte immer gerne eins gehabt, früher die Kinder heute, es gibt nicht jedes Kind kann sich nicht schwer lassen. Und damit die auch an so schwerer kommen und Spaß haben, machen wir das. Apropos Kinder, man hat ja jetzt den kleinen Yoda hier gesehen. Ja. Die ganze Familie ist vom Star Wars infiziert und macht das auch mit. Ja, macht das Ganze leichter oder sagt man, ja okay, manchmal ein bisschen weniger Familie und mehr Hobby oder wie ergänzt sich das? Also man kann die Familie nicht ausschließen, aber es macht es teilweise wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Okay. Weil das halt auch sehr viel Arbeit ist, die Kinder aufpassen und dann gleichzeitig auch ist halt schön. Okay. Aber es macht Spaß. Und ihr seid jetzt zum dritten oder vierten Mal hier? Lux kommt zum dritten Mal, okay. Letztes Mal habe ich auch ein Interview mit euch gemacht, das ist ja leider nicht geworden, was schade ist, aber diesmal hat es geklappt. Es freut mich, dass du mitgemacht hast und lebe lang und lebe in Frieden, oder wie war es gewesen? Lebe lang und Frieden. Ja, möge die Macht mit dir sein. Danke. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.